Heute schauen wir uns wie gewohnt den neuen Shop an. Vergesst nicht wie immer zu liken und zu abonnieren. Danke auch hier für euren Support. Noch knappe 7 Sekunden. Ich habe ganz ehrlich keinen Plan, was heute so Neues reinkommen wird. Und ich hoffe, dass was Neues reinkommt. Ich denke, was Neues und was Seltenes. Okay. Was macht das Galaxy-Paket schon wieder hier? Es ist was Seltenes im Shop. Also Epic Games macht weiter. Mondhüpfer ist auf jeden Fall selten, da bin ich mir sicher. Ist hier, also hier soll was Neues dazugekommen sein, stimmt. Ist hier was Neues dazugekommen? 1, 2, das war so. Das war auch, das war genauso. Das auch, ah okay. Das hier ist hier neu dazugekommen in dem Bereich. Ansonsten gibt es hier nichts Neues. Aber was Neues ist, der neue Shop kommt heute um 16 Uhr wieder. Und da haben wir einen neuen Shop. Ich bin gespannt, was reinkommen wird. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Rote Ritterin ist wieder zurück. Ist okay, aber übelst oft da gewesen. Trotzdem gefällt mir der Skin, aber viel zu teuer. Spitzhacke. Sound ist cool, aber da fühle ich die blaue Variante mehr. Die gab es ja kostenlos. Dummy ist ein heftiger Skin. Gefällt mir immer noch, vor allem in der Carbon-Variante. Sehr heftig. Ein Backbling gibt es eigentlich auch in der Carbon-Variante. Wird aber nie angezeigt. Kein Plan warum. Vielleicht zusammen mit dem Skin? Nö. Wird nicht angezeigt. Spitzhacke genau dasselbe Spiel. Auch mit denselben Farben. Sound ist cool. Spitzhacke ist klein und fein. Perfekt. Und 500 V-Bucks erst recht perfekt. Dann gibt es hier einmal die Lackierung. Finde ich unspektakulär. Nichts Besonderes. Ohren ist ein nicer Skin, muss ich sagen. Yep. Nicer Skin spiele ich auch viel, viel zu wenig. Spitzhacke ultra nice. Kann ich nicht meckern. Sound und dieser coole Effekt gefällt mir gut. Für 800 auch in Ordnung. Was gibt es hier ansonsten noch? Ja, ein Galaxy-Paket, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr, sehr heftig. Das komplette Paket habe ich mir tatsächlich im Galaxy Cup kostenlos erspielt. Sound ist heftig, aber leider doppelhändig. Gefällt mir nicht so wirklich. Lackierung finde ich ultra, der Fail. Hier müsste alles weitergehen. Hier. Dann wäre sie perfekt, aber so gefällt die mir gar nicht. Alles einzeln kaufbar, 2K, 1,2 übelst teuer, ist okay. Ansonsten gibt es hier unten im täglichen Bereich Beastschützin, sehr, sehr heftig. Gefällt mir mega für 800 V-Bucks. Den musste ich mir auch kaufen. Ich glaube, den habe ich mir sogar selber gekauft, weil ich fühle den Skin einfach mega. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten haben wir Mondhüpfer. Ich wette mit euch, das hat auch so, ich würde mal sagen, zwischen 700 und 800 Tagen hat es drauf. Ja, 734 Tage. Krass. Also ich weiß nicht, was mit Epic Games los ist, aber die hauen gefühlt jeden Tag wieder irgendwas Seltenes in den Shop. So, ansonsten gibt es nichts Besonderes Seltenes mehr im Shop, aber das ist somit das Seltenste und es ist sogar cool, weil es fortbewegend ist. Fühle ich. Was haben wir hier? Mathe-Tanz. Mega nice. Fühle ich. Passt sogar hier zu meinem Pulli die Farbe von den ganzen Zahlen oder besser gesagt von diesen ganzen Sachen, die hier eingeblendet werden. Ja, fühle ich. Zeit zu tanzen ist auch ultra heftig. Ikontanz. Ballert. Ansonsten haben wir hier Zusammenreißer für 200 V-Bucks. Finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, das war es dann auch hier schon mit dem Shop. Vergesst nicht wie immer meinen Code im Shop einzutragen. Einfach FAOSYT. Kuss geht raus. Und das war es dann auch hier schon mit dem kurzen Shop-Video.